Hallo liebe Schabenfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Ja, die neue Folge hat ein wenig auf sich warten lassen. Ich habe stellenweise keine Zeit gehabt, neue Videos zu machen und bin auch noch kurzweilig erkältet gewesen. Das ändert sich aber jetzt glücklicherweise wieder. Wer außerdem meine Facebook-Seite geliked hat, hat sicherlich gesehen, dass es unglaublich gute Neuigkeiten gibt. Und zwar gibt es bei den V-Schaben jetzt endlich Nymphen. Ja, endlich hat es geklappt mit den Nymphen, und zwar bin ich ja wirklich schon seit Ende letzten Jahres dran, beziehungsweise seitdem ich eigentlich auch die V-Schaben mir geholt habe, und ich habe so viele Misserfolge gehabt, und zwar teilweise, ich habe sicherlich 5, 6 Otegen aus dem Terrarium fischen können, bis es jetzt endlich mal geklappt hat. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Gestern haben sich das Männchen und ein Weibchen nochmal gepaart, da habe ich sie zufälligerweise dabei erwischt, und ich hoffe wirklich, dass es diesmal wieder nicht ein Reinfall wird und dass wieder Nymphen rauskommen und dass diese nicht nur eine Ausnahme bleiben. Wie ihr hier sehen könnt, sind die V-Schaben-Nymphen ca. 1 cm groß. Einige haben sich auch schon einmal gehäutet, sind also jetzt mittlerweile schon ein Stück größer, denn die Kleinen sind wahre Ausbruchskünstler. Also ich habe mittlerweile 2 auf jeden Fall schon mal gefunden. Eine kam dann zufällig Fliesen in der Küche hochgekrabbelt, und eine war dann an der Plastikbox von den Laverus Giganteus. Und ich hoffe mal, dass jetzt das Exoterra-Terrarium, was ich hier habe, soweit komplett dicht ist. Ansonsten muss ich die Tiere in eine Plastikbox umsiedeln. So, das war's mit der neuen Folge Cockroach TV gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal Daumen nach oben lassen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.